In diesem Produktfilm stelle ich euch von Mifoto das kleine Backpack. Das ist ein kleines Stativ vor, ein kleines Reisestativ, was man einfach mal so mitnehmen kann. Ich habe es schon mal komplett aufgebaut, steht hier bei mir auf dem Tisch. Hat einfache Beine, Segmente, die man einfach auseinanderziehen kann. Oben drauf einen kleinen Kugelkopf und eine Mittelsäule, die sich rausnehmen lässt. Und hier unten noch so einen kleinen Haken für das Gewicht, was man daran machen kann. Und diese Schraube muss natürlich auch losgedreht werden, um die Mittelsäule rauszunehmen. Warum? Weil der Hersteller sagt, dass die Mittelsäule ja praktisch ein Selfie-Stick ist. Also die kann ich einfach rausschrauben und dann oben einfach nochmal ausziehen. Also ist hier oben einfach nochmal die Funktion mit dem Kugelkopf. Ist das noch auf der Kamera drauf? Ja, nicht ganz. Ich halte es mal eben kurz hier so rein und dann kann man hier oben noch so ein kleines Element ausziehen. Aber, habe ich mir gedacht, naja, ist ja ganz schön und gut. Wenn ich unbedingt jetzt hier ein Stativ als Selfie-Stick verwenden möchte, ist der schnellere Weg und der einfachere Weg für mich, einfach hier die Beine zu nehmen, die auseinanderzuziehen oder auch vielleicht nur eins. Und dann habe ich hier auch natürlich einen viel längeren Abstand, ne? Viel längeren Hebel, wenn man so möchte, als wenn ich jetzt nur diese Mittelsäule hier oben einfach habe. Ist natürlich dann auch eine Verlängerung für so ein bisschen die näheren Aufnahmen, aber das würde ich eigentlich immer noch dann so mit dem ganzen Stativ machen, zumal es ja auch sehr klein ist und wirklich nicht wahnsinnig viel wiegt. Das war jetzt auch nicht gelogen. Ich habe mich hier auch nur gekratzt, weil das gerade wirklich juckte, ne? Die Psychologen unter euch aufgepasst. Der Kugelkopf, der hier oben dran ist, das schauen wir uns mal jetzt hier mit der anderen Kamera an, der ist im Prinzip auch ganz einfach, bringt alles das mit, was ein Kugelkopf mitbringen muss. Logischerweise erstmal oben ein Gelenk, was man verstellen kann. Die Auskerbung für die Hochformataufnahmen, damit ich also hier die Kamera auch einfach umlegen kann, wie man sieht. Und natürlich oben eine Schnellwechselplatte, die sogar einen Sicherheitsmechanismus hat, in dem Augenblick, wo ich hier die Platten lösen möchte oder ich vergesse es ja einfach so richtig fest anzuziehen, kann die also hier nur innerhalb dieses Rahmens einfach hin und her schlackern. Das heißt, wenn ich die rausnehmen möchte, muss ich die Schraube also ganz abmachen und habe dann die Schnellwechselplatte in der Hand. Da ich die ja schon mal in der Hand habe, können wir uns ja mal ganz genau angucken. Ist sehr stabil. Unten, das sind diese beiden Schrauben, die hier in diese beiden Mulden, die hier oben auf der Platte drauf sind, einfach eingreifen, was man jetzt kurz in die Kamera halten kann, so. Und die verhindern, dass diese Stativplatte einfach dann rausrutscht. Und die Oberfläche ist dann hier noch mit zwei kleinen Gummiabsätzen, hätte ich beinahe gesagt, mit zwei kleinen Gummierungen versehen, die verhindern, dass die Kamera sich dann von selber rausdrehen kann. Auf der Unterseite ist dann die Schraube, die in das Stativgewinde der Kamera reingeschraubt wird. In Lieferumfang enthalten ist sogar noch hier ein richtig exorbitanter, guter, stabiler Imbusschlüssel. Und der ist dafür gedacht, dass man hier mit dieser Kantschraube dann einfach hier die Kamera festdrehen kann. Wenn der Imbusschlüssel aus irgendwelchen Gründen in der Werkzeugkiste verschwunden ist und nicht mehr auftaucht, kann man natürlich auch hier mit diesem Schlitz einfach dann mit einem 5-Cent-Stück, 2- oder 1-Cent-Stück einfach dann hier ganz normal die Schraube dann in der Kamera einfach ansetzen. Das ist also kein Problem. Zum Einsetzen die Stativplatte einfach wieder reinmachen und mit der Schraube dann einfach wiederum festdrehen. So, das Besondere, was wir hier haben, ist eine kleine Halterung. Ich habe das hier mal rausgemacht, was da drin ist. Das ist also hier ein kleiner Fernauslöser, der dafür gedacht ist, dass er mit seinem Smartphone hier, wenn die Kamera dann also ganz weit weg ist und Sie vielleicht noch ein Smartphone haben, was keine Selbstauslösefunktion hat, habe ich jetzt Sie gesagt, wollte ich doch gar nicht. Ne? Also wenn du ein Smartphone hast, wo das also noch nicht möglich ist, weil du da irgendwie sagst, ich habe mein Smartphone immer 15 Jahre und da gab es das alles noch gar nicht, dann ist da jetzt also für Abhilfe gesorgt. Hier ist ein kleiner Fernauslöser und dieser Fernauslöser, den kann man hier einfach rausnehmen, das Smartphone auf Bluetooth stellen und dann kann man hier einfach ganz fröhlich dann mit dem Auslöser seine Smartphone-Kamera auslösen. Das funktioniert auch wirklich. Musst darauf achten, dass hier der Auslöser auch angemacht wird. Und in dem Augenblick, wo der angemacht ist, dann leuchtet der hier auch blau auf. Kann man dann sehen. Und hier einfach wie so ein Remote-Control kann man das dann hier einfach auslösen. Das ist also hier angebracht an dieser Halterung, die sich dann hieran befindet. Für wen das alles Schnickschnack ist, der kann das natürlich auch komplett einfach abnehmen und dann einfach wegmachen. Ne? Für den Augenblick, man weiß, ich gehe heute los mit dem Stativ, ich mache eh keine Selfies, was soll ich damit? Und bevor man es verliert. Darum ist hier oben auch noch so ein kleiner Haken dran, so eine kleine Öse, beziehungsweise so ein kleiner Perforat, so ein Loch, ne? Oder wie man das nennt. Und an diesem Durchlass kann man natürlich dann auch den Smartphone-Auslöser ganz einfach hier an seinem Schlüsselbund dann einfach anbringen. Ne? Mal ganz kurz hier in die Kamera gehalten. So, rechts ist links. Ach, das ist das, was mich hier so irritiert. Das ist spiegelverkehrt. Darum. Gut, muss man wissen. Macht das auch zum ersten Mal mit der anderen Kamera hier. So, das ist also dann hier die ganz normale Funktion, der ganz normale Kopf. Die Beine, die Segmente, die werden also einfach hier rein und rausgezogen, indem man einfach hier eine Vierteldrehung dann ganz kurz in eine Richtung dreht. Dann können die Beine einfach eingezogen werden oder auf die richtige Höhe verstellt werden. Und wenn man das also ganz einfahren möchte, unten dann am Endpunkt auch hier wieder festdrehen, damit das Bein nicht mehr rausrutscht. Ich mache das jetzt mit den anderen Beinen auch mal eben kurz. Zack, und hier auch nochmal. Und jetzt ist das Bein praktisch hier, wenn wir dann also auf das kleinste Packmaß gehen, indem wir jetzt hier die Mittelsäule ganz einfahren. Dann nehmen wir nochmal den Smartphone-Auslöser raus, dann geht das noch ein bisschen weiter runter. Und jetzt werden die Beine dann einfach hier umgedreht. Das war das, was ich meinte. Ich kann jetzt hier einfach hingehen, klick einmal hoch, leg das Bein einfach um.
hier auch und dann logischerweise auch mit dem letzten Bein. Und dann sieht man also hier, dass das Stativ ein sehr kleines Packmaß hat. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das müssen wir jetzt nochmal ganz kurz eben korrigieren. Die Mittelsäule wird natürlich jetzt nicht so eingefahren, die muss natürlich dann ausgefahren bleiben. So, dann haben wir auch das kleinste Packmaß. Und damit das auch richtig wehtut und ich mich schäme, lasse ich das einfach hier in dem Video so drin. Das also hier ist das Packmaß, das kleine Mifoto, das Backpack Air. Ne? Also hier in der Verpackung, wie man auf der Verpackung sehen kann. Das ist hier blau, hier haben wir Silber und wir kriegen das also noch in verschiedenen anderen Farben rein. In blau natürlich auch, in schwarz und silber ist es im Augenblick im Shop. Und das wird wahrscheinlich jetzt dann aller Voraussicht nach in den nächsten 14 Tagen bis 3 Wochen dann auch in einigen anderen Farben erhältlich sein. Wie zum Beispiel das Blau, was wir hier haben. Und dann kann man dann auch dementsprechend das dann bestellen. Unter dem Video ist natürlich wieder ein Link, der führt auf die Produktseite. Da könnt ihr dann draufklicken und da ist dann auch nochmal ganz noch genau beschrieben, die genauen Maße, das genaue Gewicht und so weiter. Also all die ganzen Sachen, die ich mir eh nicht merken kann. Und da lohnt es sich auf jeden Fall drauf zu klicken und dann nochmal ein bisschen nachzulesen.